Hallo, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr auch in dieses Video reinschaltet. Ich habe euch ja versprochen, dass ich nach und nach die kritischen Fragenkataloge, die mich erreicht haben, nach und nach für euch beantworten werde. Heute geht es um die Seriosität von Esoterik und um meine Meinung zur Esoterik, mein persönliches Antiwort generell. Ich bin gespannt, ob es euch interessiert. Ihr wisst, meine Lieben, ihr könnt auch immer in den Kommentaren hier bei YouTube gerne eure Meinung zu meinen Ansichten posten. Vielleicht habt ihr eine Frage, auch das geht. Schauen wir erstmal, dass ich die kritischen Fragen, die ich bekommen habe zum Thema Seriosität in der Esoterik, auch mit meinem Senf beantworten kann. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Das Wort Esoterik nutze ich persönlich überhaupt nicht gerne. Wenn man auf den Ursprung des Wortes zurückgeht, dann findet man heraus, dass das Wort Esoterik eigentlich ursprünglich eine bestimmte philosophische Lehre bezeichnete, die nur einem elitären Personenkreis, einem kleinen inneren Personenkreis wirklich zugänglich war. Heutzutage leider hat durch die verschiedenen spirituellen Fachbereiche das Wort Esoterik einfach einen fiesen Beigeschmack für mich bekommen. Der innere Erkenntnisweg der Spiritualität, den ich selber nutze und auch lehre, der hat eigentlich mit dem Ganzen, was landläufig unter Esoterik verstanden wird, nicht wirklich viel zu tun. Für mich ist das Wort Esoterik schon alleine aus seinem Ursprung heraus ein Antiwort, weil ich finde nicht, dass die Dinge zwischen Himmel und Erde und auch die Dinge, die wir mit der Spiritualität für uns selber tun und erreichen können, nur einer ausgesuchten elitären Gruppe zugänglich ist und sein sollte. Deswegen nutze ich selber das Wort Esoterik gar nicht. Ich mag es nicht. Also ich persönlich find die Frage schon alleine richtig heftig, weil sie irgendwie für mich in meinen Ohren absolut negativ besetzt ist. Hier müsste man ja erstmal, um die Frage wirklich zu beantworten, einsteigen in die Theorie oder in die Diskussion, was denn nun seriös ist und was nicht seriös ist. Ich glaube, dass jeder, der auf der Suche ist, genau von dem Menschen angezogen wird, der ihn auf der einen oder anderen Seite wirklich weiterbringt. Nicht alle Menschen, die im spirituellen oder nennen wir es esoterischen Bereich sind, wissen wirklich, was sie tun. Das stimmt. Aber die meisten meinen es nicht wirklich böse. Die meisten befinden sich ja eigentlich auch selber noch auf ihrem eigenen Erkenntnisweg, sodass man eigentlich nur mit seinem eigenen Herz, mit seinem eigenen Menschenverstand versuchen kann, für sich herauszufinden, wer ist jetzt in dem Moment für mich richtig und wer nicht. Es gibt sicherlich Menschen, die sich der Spiritualität oder der Esoterik nur bedienen, weil sie Geld verdienen wollen, viel Geld verdienen wollen. Die mag es geben, obwohl mir selber nicht viele begegnet sind dieser Art. Die meisten, wie gesagt, die etwas anbieten in diesem Bereich, haben selbst Erfahrungen gemacht, die für sie selber wirklich so wahnsinnig toll waren, dass sie diese auch weitergeben wollen. Aus dem jeweiligen Entwicklungsstand heraus wird auch jeder Begleiter die Menschen anziehen, die mit den ähnlichen Themen zu tun haben werden. Das heißt, man wird immer etwas lernen. Ob es jetzt eine positive Lehre ist oder eher eine, die man hinterher als Fehlschlag verbucht, kann man vorher gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, seriös und nicht seriös, wie will man das bestimmen? Die meisten Menschen glauben sich selber und sind voll überzeugt von dem, was sie tun, was sie weitergeben, ob es sich nunmehr langfristig halten lässt. Das kann ich doch gar nicht beurteilen. Wie kann ich es also entscheiden als jemand, der sich mit der Materie nicht auskennt?
Einfach schauen, wem kann ich vertrauen? Einfach schauen, wer bindet mich nicht? Wer lässt mich so sein, wie ich bin? Einfach schauen, was interessiert mich? Und einfach mal versuchen, für sich selbst Wissen anzuhäufen, um daraus einen Glauben zu entwickeln, der nur zu mir passt. Man kann landläufig sagen, Spiritualität bindet nicht, sie schränkt einen nicht ein, sie bewertet auch nicht und stellt einen nicht über andere. Vielleicht kann man sich das ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass man jedes Mal überlegt, okay, ein Erkenntnisweg stellt mich nicht über den Wert eines anderen. Ein Erkenntnisweg hebt mich nicht heraus. Ein Erkenntnisweg, der wirklich auch zu mir passt, wird mich niemals binden und niemals bevormunden. Und wenn man über diese Dinge nachdenkt, dann kann man vielleicht auch mal einen spirituellen Begleiter wählen, wo man hinterher feststellt, ja, hätte ich besser sein lassen können. Aber Schaden wird es dann wenigstens nicht. Ich möchte nicht derjenige sein, der seriös von unseriös unterscheidet, weil im Grunde genommen meinen die meisten, auch die, die nicht wirklich hilfreiche Hilfe anbieten, es überhaupt nicht böse. So, auch diese Frage zeigt mir schon eine Bewertung desjenigen, der sie stellt. Vielleicht denkt dieser jemand, der die Frage gestellt hat, dass man das nicht tut, dass man Karten legen, hellsehen oder irgendetwas, weil es doch etwas ganz Besonderes ist, eben nicht in Zeitungen anbieten sollte. Ich denke das nicht. Ist doch ganz normal. Wann immer irgendjemand eine Fähigkeit hat und wann immer irgendjemand etwas für andere tun kann oder möchte, muss er das doch auch bekannt machen, sonst kann er nicht gefunden werden. Also gar kein Problem, soll ruhig jeder, der möchte, im Internet, in der Zeitung oder wo auch immer, bekannt machen, dass er etwas anzubieten hat. Finde ich ganz normal. Hier antworte ich mal ganz ungewöhnlicherweise mit einer Gegenfrage. Ist es nicht immer schön, wenn man in einem Bereich arbeiten kann, in dem man sich wohlfühlt, von dem man absolut überzeugt ist und von dem man glaubt, dass man etwas wirklich Hilfreiches für die Menschheit tun kann? Ich glaube, dass das genau der Grund ist, warum viele Menschen in der Spiritualität arbeiten können möchten, weil sie selber positive Erfahrungen auf ihrem spirituellen oder medialen Weg gemacht haben, weil sie Dinge gelernt haben und eben diese Dinge auch bekannt machen möchten. Auch der Musiker, auch der Künstler, der Maler, der Schauspieler beschäftigt sich mit etwas, von dem er absolut überzeugt ist, welches ihm gefällt, welches ihn glücklich macht. Warum sollte das in der Spiritualität anders sein? Es ist selbstverständlich so, dass der Glaubenssatz dahinter steht, ich darf auch eine Arbeit tun, die Spaß macht und hinter der ich stehe. Warum denn nicht? Soll Arbeit etwa nur etwas sein, um Geld zu verdienen? Nein, ich finde das nicht. Man darf auch etwas tun, welches einem am Herzen liegt, so wie bei den Ärzten, so wie bei den Musikern, bei den Sängern, bei den Schauspielern, bei den Malern, bei den Schneidern, bei den Designern. Wenn wir dieses alles nicht hätten, die Menschen, die mit voller Passion, mit vollem Herzen und mit absolutem Know-how hinter ihrer Sache und hinter ihrem Beruf stehen, was wäre unsere Welt? Sie wäre quasi ein Arbeitslager. Dabei ist die Welt doch noch viel, viel mehr. Ja, wir dürfen in einer Arbeit arbeiten und auch Geld verdienen, zu der wir stehen, die uns Spaß und Freude macht und in der wir etwas zu sagen haben. Deshalb wollen viele Menschen, weil sie positive Erfahrungen gemacht haben, gerade in diesem Bereich arbeiten. Ja, ich selber weiß nicht, warum immer in der Öffentlichkeit ein Bild propagiert wird, dass jeder Mensch, der im spirituellen Bereich oder in der Esoterik
nehmen wir mal das Wort, arbeitet, eigentlich nur dorthin möchte, weil er schnell steinreich wird. Die Realität sieht vollkommen anders aus. Nur die wenigsten Menschen, die ihre Hilfe und ihren Beistand oder ihre Lehren im spirituellen Bereich anbieten, können tatsächlich auch gut und ausreichend von dem finanziellen Ausgleich leben, den sie für ihr Wirken bekommen. Ich weiß, dass es immer ganz leicht ist. Da wird immer gesagt, oh, so ein Kartenleger kriegt 3 Euro, wenn ich den anrufe. Es ist nicht so. Erstmal bekommt dieser Kartenleger von den 3 Euro nur 1/3. Das heißt, sagen wir mal 1 Euro. Davon gehen noch Steuern ab und es sind Minutenpreise. Jetzt wird landläufig immer hochgerechnet. Oh, 8 Stunden am Tag mal 80 Cent oder mal 60 Cent. Nein. Das ist so nicht. Kaum jemand ist durchgehend am Telefon besetzt. Es ist kein schnelles Geld, es ist kein leichtes Geld. Im Grunde genommen ist es so, wie in jedem anderen Bereich auch. Erst der sich selber zum Fachmann macht, auch beweist, dass er wirklich helfen kann. Erst derjenige, der wirklich mit Geduld und Spucke an seiner eigenen Position in diesem Bereich arbeitet und wirklich einen guten Leumund hat, wird auch irgendwann einmal komplett von der Spiritualität und von diesem esoterischen Bereich alleine leben können. Die wenigsten stehen tatsächlich an einem solchen Punkt. Das mag zum Teil an der eigenen Person begründet liegen. Entweder wird tatsächlich gedacht, es wäre schnelles Geld, dann ist eine schnelle Enttäuschung da, dann lassen sie es auch schnell wieder sein. Oder die Menschen gehen viel zu früh in die Arbeit im spirituellen Bereich, wenn sie sich selber noch nicht sicher haben, wenn sie ihre Fähigkeiten selber noch gar nicht verstanden haben, wenn sie etwas lehren, was sie definitiv gar nicht lehren sollten, wenn sie noch mitten in ihrem eigenen Erkenntnisprozess sind, dann wird das auch sehr schnell auffallen. Oder viele Menschen, die definitiv ihre Fähigkeiten noch gar nicht im Griff haben, das heißt, wo nichts eintrifft oder so, da wird langfristig auch kein Hilfesuchender sich dran wenden. Und so ist es wie in jedem Beruf, man muss sich seinen Platz erarbeiten, das heißt mit Geduld, mit Aufmerksamkeit, mit Redlichkeit, mit Fleiß und mit absoluter Ehrlichkeit zu sich und zu demjenigen, dem man helfen möchte, denn sonst wird keiner definitiv von der spirituellen Arbeit leben können. Wie viel Wissenschaft in der Spiritualität oder in der Esoterik, nehmen wir dieses Wort, steckt, weiß ich gar nicht. Und das ist allerdings so, dass die Überlieferungen teilweise wissenschaftlichen, geschichtlichen Forschungshintergrund teilweise haben, teilweise Psychologen, Philosophen sich mit dem Wissen schaffen im Bereich Spiritualität und Esoterik beschäftigt haben. Wie viel das ist, weiß ich nicht. Ich kann ja nur von mir reden. Ich bin zumindest jemand, der nichts lehrt, was er nicht selber erfahren hat, der nichts lehrt, was für ihn eine Logik hat und der überhaupt sich mit nichts beschäftigt in Zusammenarbeit mit Hilfesuchenden, wo er nicht lange eine Praxisphase hatte. Also ich habe alles ausgetestet und das heißt, in meinem Wirken ist immer auch zum Teil die Bemühung drin, Wissen zu schaffen. Ich habe mir sehr viel Wissen aus den wissenschaftlichen Ergebnissen angeeignet. Die Frage an sich ist schwer zu beantworten. Das liegt auch wieder an jeder Technik selber, ob es jetzt so eine New Age Technik ist, die überhaupt gar keinen geschichtlichen Bezug hat, oder ob es eine Technik ist, die einfach neu umgetauft, neu umbenannt wurde. Ich für meinen Teil kann sagen, dass bei mir immer zu Minimum 50% auch Wissenschaft mit drin ist.
durch meine Tests, durch meine Erprobungen, dadurch, dass ich eben bemüht war und bin, auch immer nur das weiterzugeben, was ich für mich selber für wahr erkannt habe. Ich glaube, dass die Grenzen zwischen spirituellem Arbeiten und psychologischem Arbeiten wirklich tatsächlich fließend sind. Fakt ist aber eins, dass meistens Menschen in einer psychischen Überlastungsreaktion versuchen, auch alternative Wege zu gehen, die suchen nach Lösungen. Ich habe festgestellt, dass es jemanden, dem es nicht gut geht, oft sehr viel leichter fällt, einen spirituellen Begleiter anzusprechen oder wirklich auch einen Weg in der Spiritualität zu finden, weil es ihm einfach unangenehm ist, einen Psychologen oder einen Psychotherapeuten mit seinen Problemen, Ängsten und Gedanken aufzusuchen. Es ist leider so, dass viele Hilfesuchende erst einmal alle Wege ausschöpfen, die sie vermeintlich haben, bevor sie sich Hilfe bei einem Profi im medizinischen Bereich suchen. Für mich ist es so, dass ich aber jemand bin, der gerade in diesem Bereich immer den Profis, also den Psychologen, den Psychotherapeuten, den Soziologen, den Pädagogen wirklich zur Seite stehe, weil ich finde, dass das nicht die richtige Antriebsfeder sein sollte, sich mit Spiritualität zu beschäftigen. Es geht sehr oft auch um das Thema Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich habe Ängste, wie kriege ich die weg? Dann sollte man nicht zu einem Schutzengel sagen, lieber Schutzengel, mach mir doch jetzt mal die Ängste weg. Es ist immer ein Stück Arbeit für uns selber. Die Grenzen sind definitiv fließend. Deshalb finde ich, sollte jeder spirituelle Begleiter, jeder spirituelle Coach, jeder, der sich im spirituellen Bereich aufhält, auch mit einem psychologisch fundierten Background-Wissen ausstatten. Nicht um das anzuwenden, sondern um zu wissen, wann er selber besser die Finger von einer Schwierigkeit lassen sollte. Denn selbst wenn wir es rein theoretisch könnten, ist eine Krankheit an einem Menschen schon manifestiert, auch im psychischen Bereich, dann geht diese Sache in erster Linie den Profiarzt an und nicht uns. Dann, wenn wir wissen, dass der Hilfesuchende wirklich in guten, medizinisch versorgten Händen ist, können wir zusätzlich Hilfestellung geben, zusätzlich aufbauen, zusätzlich auf das ein oder andere hinweisen, zusätzlich die Ursachen suchen. Aber behandeln sollten wir bitte gar nichts und schon gar nicht mit Menschen, die psychisch durcheinander sind. Wir können beistehen, wir können ein guter Freund sein. Behandeln ohne den Profi bloß nicht. Da könnte so ein Chaos entstehen, selbst wenn viele glauben, oder sich glauben, sie könnten jemanden in diesem Bereich heilen. Tut es nicht, denn es gibt eine Verantwortung für jeden. Und wofür gibt es die Profis? Genau für diese Fälle. Das heißt nicht, dass ihr nichts tun könnt, aber da, wo der Profi dran sollte, da lasst ihn auch dran, haltet niemanden von seinem Heil ab und steht nur bei, gebt zusätzliche Unterstützung. Deswegen finde ich, sollte jeder spirituelle Coach, jeder Mensch, der in der Spiritualität, mit der Psyche, mit dem Unterbewusstsein, mit all diesen Dingen arbeitet, fundiertes psychologisches Grundwissen haben. Ja, meine Lieben, dieser Blog hier zu Fragen bezüglich der Seriosität in der Esoterik und im spirituellen Bereich
hat noch einmal so viele Fragen, wie die, die wir jetzt schon beantwortet haben. Ich finde aber, dass die Antworten schon ziemlich harter Tobak waren und dass es jetzt erstmal für diesen ersten Teil ausreicht, um diesen ersten Teil zu beenden. Es wird dann irgendwann in näherer Zukunft den Teil 2 geben mit den Antworten zu den kritischen Fragen, Seriosität und Esoterik. Aber es reicht jetzt erstmal an dieser Stelle, finde ich. Deswegen habe ich diesen Teil jetzt auch erstmal Teil 1 genannt. Teil 2 kommt dann irgendwann. Es ist so, meine Lieben, dass ich natürlich in immer nur ganz stark gefärbt meine Meinungen hier zum Besten geben kann. Und ich würde mich freuen, wenn ich dem einen oder anderen unter euch vielleicht so einen Einblick geben konnte, wie denn mein Konstrukt von Spiritualität und Esoterik aussieht. Es ist so, wir haben hier die Möglichkeit bei YouTube, dass ihr Fragen stellen könnt in den Kommentaren. Wenn euch meine Meinung gefallen haben, würde ich mich freuen über ein kleines Daumen hoch. Vielleicht habt ihr auch Lust, meine Lieben, ein Abo zu geben, denn es wird wirklich immer alle paar Tage jetzt ein neues Video zu kritischen Fragen geben, immer zu anderen Bereichen. Ach, was soll ich sagen? Ich freue mich, dass ich diese Möglichkeit gefunden habe und hoffe, dass wir uns bald im nächsten Video wiedersehen. Meine Lieben, bis bald. Tschüss.